Habt ihr gute Laune dabei? Dieser Mann sorgt im Fernsehen für gute Stimmung beim Publikum. Sie kennen ihn wahrscheinlich nicht. Kein Wunder, denn bei Christian Oberfuchshuber wird schon gelacht und geklatscht, bevor die Show losgeht. Er ist Warm-Upper, also ein sogenannter Publikumsanheizer. Wie er die Massen auf Knopfdruck begeistert, welchem Star er schon mal die Show gestohlen hat und was auf der Bühne so alles schiefgehen kann. Hier kommt ein spannender Blick hinter die Kulissen. Das ist sein Job. Begeisterter Applaus, gute Stimmung. Wir treffen Warm-Upper Christian Oberfuchshuber auf der Bühne von The Voice of Germany und privat. Und dann kam eben einmal der Tag, an dem ich von 3000 Leuten von der Bühne gebucht wurde. Seit 25 Jahren ist er der Star, bevor die Show beginnt. Lampenfieber, Blackouts und bloß keinem die Show stehlen. Was kann alles schiefgehen und wie schafft es Christian spontan so lustig zu sein? Wenn man Angst hat, vor großen Menschen zu sprechen, ist sich vielleicht auf eine Person zu fokussieren. Noch 3 Stunden bis zu seinem Auftritt. Wir besuchen Christian in seiner Berliner Wohnung im Stadtteil Schöneberg. Noch herrscht Ruhe vor dem Sturm. Wir wollen wissen, wie funktioniert gute Laune auf Knopfdruck? Dafür hat der Stimmungsmacher einen Trick. Wenn man gleich gelaunt ist, dann muss man, glaube ich, so ein bisschen in sich gehen und sagen, so, Freunde, jetzt bin ich selber mal der, der heute mal gute Laune hat. Also lächle ich selber ein bisschen und fange morgens schon an zu lächeln nach dem Aufstehen, obwohl mir vielleicht noch gar nicht zumute ist. Schon in der Schulzeit moderiert Christian Quizshows Lehrer gegen Schüler. Mit 15 lernt er von den Besten. Er fährt nach Köln, sitzt bei Shows im Publikum. Als er älter wird, schreibt er eigene Programme. Und überzeugt gleich beim ersten Auftritt. Bist du also ein TV-Clown? Was bist du eigentlich? Ein Clown macht ja auch lustige Sachen, damit die Leute lachen, unterhält die auch in den Werbepausen. Also ich glaube, so falsch ist der Vergleich nicht, aber die Richtung ist noch ein bisschen eine andere, in die es eigentlich geht. Er ist der Vor-der-Show-Moderator. Seine Aufgabe? Vor Beginn der TV-Sendung heizt er das Studiopublikum an. Und sorgt auch während der Show für Applaus an den richtigen Stellen. Er selbst ist dabei nie zu sehen. Sein Markenzeichen auf der Bühne zeigt er uns in seinem Kleiderschrank. Extravagante Anzüge. Damit übersieht ihn niemand im Publikum. Und sie helfen ihm, in seine Rolle als Entertainer zu schlüpfen. Das hatte ich neulich auch beim Finale von Germany's Next Topmodel an. Und da meinte Heidi zu mir, dass ihr mein Outfit heute sehr gut gefällt. Und wenn Heidi das sagt, dann stimmt es auch. Und deswegen, glaube ich, ziehe ich den heute an. Ob bei internationalen TV-Shows. Das habe ich mir extra schneiden lassen zum Finale Eurovision Song Contest 2015 in Wien. Oder auf den größten Bühnen Deutschlands. Seine Anzüge erinnern ihn an besondere Meilensteine. Hatte ich mir für Wetten, dass bestellt, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn du neben Thomas stehst, dann muss es auch was Besonderes natürlich sein. Wetten, dass Germany's Next Topmodel oder Take Me Out. Christian war dabei. In 25 Jahren als Warm-Upper kommen so nicht nur unzählige Promi-Selfies zusammen, sondern auch rund 130 seiner schrillen Anzüge. Wie kommt das an? Weil auch oft die Frage dann gestellt wird, wenn ich in so einem Anzug ankomme, gehst du damit auch einkaufen? Nein. Noch 2 Stunden bis zu Christians Auftritt. Dann steht Deutschlands erfolgreichster Warm-Upper so auf der Bühne. Aber vorher wollen wir eine kleine Kostprobe. Christian, bring uns zum Lachen. Tja, das ist natürlich schwierig, weil du sagst ja auch nicht zu einem Maurer, jetzt mach doch mal eine Wand, ne? Klappt wohl nicht immer auf Knopfdruck, hoffentlich aber gleich bei der Show. Im Auto genießt er die Ruhe, ohne Radio und Musik, denn gleich muss er Vollgas geben und das Publikum knacken. Was war denn dein schlimmstes Warm-up? Ich dachte immer, ich muss jedem gefallen und die müssen mich doch mögen, ich bin doch ein netter, lustiger Typ. Und dann kam eben einmal der Tag, an dem ich von 3000 Leuten von der Bühne gebuht wurde. Das war in dem Moment natürlich ein bisschen scheiße. Es war aber fürs Learning ein sehr guter Prozess und es ist mir auch seitdem nicht mehr passiert. Christian lernt, seinem Bauchgefühl zu vertrauen und sich durchzusetzen. Sein heutiger Arbeitsplatz, ein Studio in Berlin-Adlershof. Hier verwandelt sich Christian zum Warm-Upper.
Zuerst in der Maske. Was uns auffällt, noch immer wirkt er ziemlich entspannt. Hast du manchmal noch Lampenfieber? Lampenfieber habe ich noch, aber nur, wenn irgendwie was ganz Neues mal stattfindet oder was Großes. Also wie zum Beispiel vor 2 Jahren, als ich bei Helene Fischer war in München vor 150.000 Zuschauern. Da ist es natürlich was richtig Aufregendes, da rauszugehen. Sobald er die Bühne betritt, verfliegt seine Aufregung, sagt er. Jetzt muss Christian Vollgas geben. Aber bloß nicht zu viel. Hast du schon mal einem Star die Show gestohlen? Es war eine Show, eine Comedy-Show für einen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Ich sage nicht für welchen. Da musste der Moderator immer zwischendurch seine Texte noch mal durchgehen und ich bin raus. Und immer wenn ich raus bin, haben die Leute gelacht und es war ein Alarm. Und dann kam er mit seinen vorgeschriebenen Texten und es hat gar keiner mehr gelacht. Und dann bei der zweiten Show, die wir aufgezeichnet haben, habe ich gefragt, so, machen wir es wieder so wie eben? Nee, du musst nicht mehr rausgehen. Alles gut, alles gut. Und ab dann wurde ich auch nicht mehr angerufen. Also dem habe ich leider die Show gestohlen. Christian muss die perfekte Nummer 2 sein. Für Stars wie The Voice of Germany Moderator Tore Schölermann. Er kennt Christian schon seit 14 Jahren. Und weiß, wie Deutschlands erfolgreichster Warm-Upper tickt. Ja, Fuchsi, für diesen Job muss man, glaube ich, auch echt ziemlich eine Schaufel haben. So. Im positiven Sinne. Du hörst ihn immer schon, du hörst Christian immer schon irgendwie irgendwo so. Oder irgendwie so, dann kommt er irgendwo rein. Das ist echt so. Und es muss er auch, glaube ich, für diesen Job sein. Seine Auftritte gestaltet Christian spontan. Nichts ist einstudiert und es gibt keine Spickzettel. Das wollen wir sehen. Letzte Vorbereitungen, bevor die Show beginnt. Ein wenig nervös wirkt er jetzt schon auf uns. Ja, bisschen was kommt schon. Also ein Minimum Aufregung gehört ja dazu, aber in der Regel. Ich freue mich, dass es jetzt losgeht. Ja, in der Tat, freue ich mich. Und dann sein großer Moment. 15 Minuten im Rampenlicht, um rund 800 Zuschauer im Publikum anzuheizen. Also, hallo Publikum! Habt ihr gute Laune dabei? Christian ist ein richtiger Entertainer. Mit seiner ausgelassenen, energetischen Art gelingt es ihm von Sekunde 1 an, das Studiopublikum in seinen Bann zu ziehen. Er selbst bezeichnet sich als Publikumskindergärtner. Denn neben dem Anheizen erklärt er auch allgemeine Verhaltensregeln oder weist Notausgänge aus. Danke, reicht schon, Dankeschön, Dankeschön. Habt ihr mega gemacht. Christian hat es geschafft. Für ihn alltäglich, während wir schon bei einem Vortrag schlotternde Knie bekommen. Im Mittelpunkt zu stehen ist nicht jedermanns Sache. Wie schafft es Christian, vor so vielen Menschen zu sprechen? Also der Trick ist gar nicht so groß, in die Menge zu gucken, sondern wenn man Angst hat, vor großen Menschen zu sprechen, ist, sich vielleicht auf eine Person zu fokussieren, die vor einem ist, und die anderen alle ausblenden. Und dann ist es, glaube ich, einfacher, wenn man da wirklich Probleme mit hat. Wir bemerken, er geht auf die Zuschauer ein, baut ein Gemeinschaftsgefühl auf. Klappt alles nicht, besticht er das Studiopublikum mit Süßigkeiten und Sekt. Aber wärst du nicht viel lieber selbst der Star? Wenn ich merke, die Moderatoren können gar nichts, dann denke ich mir das auch manchmal, okay, da wärst du jetzt besser aufgehoben. Aber nee, ich habe hier meinen sicheren Job. Ich gehe hier von einer Show zur nächsten. Geschäft läuft, mehr will ich gar nicht. Er probiert es mit einer eigenen Show, bleibt aber bescheiden. Wer ihm dabei den Rücken stärkt? Ehemann Johannes. Ihn lernen wir vor der Show kennen. Für seinen Job darf sich Christian selbst nicht zu ernst nehmen. Gilt auch für seinen Alltag. Vielleicht hat er gerade kein Netz. Er ist ja auch nicht Spider-Man. Naja, nicht jeder Spruch sitzt. Liegst du auch mal komplett daneben? Ich weiß ja, wenn ich einen Witz bringe, ob der jetzt schlecht ist oder eher nicht und ob man dann eher so verhalten schmunzelt oder ob sie es wirklich gut finden, das kann ich dann schon unterscheiden. Seit 4 Jahren sind sie ein Paar. Dabei könnten sie nicht unterschiedlicher sein. Also mein Mann ist auf jeden Fall mein Ruhepol, weil er ist so von der Lautstärke das komplette Gegenteil von mir.
Beim Kennenlernen macht Johannes den ersten Schritt und verliebt sich in Christians extrovertierten Charakter. Aber mal ehrlich, nervt dich seine laute Art auch manchmal? Kann manchmal sehr anstrengend sein. Also wenn dann immer irgendwelche Sprüche kommen oder manchmal auch zu viel gute Laune, wenn da ist. Das ist dann manchmal schon ein bisschen, aber ist alles wunderbar. Für seinen Job reist Christian quer durch Deutschland. Mal hat er nur einen Auftritt pro Woche, mal arbeitet er 7 Tage durch. Einen klassischen 9-to-5-Job kann er sich nicht vorstellen. 191 Warm-ups für rund 45 Shows quer durch die deutsche Senderwelt moderiert Christian allein im letzten Jahr. Seit Beginn seiner Karriere also mehr als 10.000 Warm-ups. Zum Schluss. Was können wir von dir lernen? Von mir kann man, glaube ich, lernen, dass man durchaus relativ weit kommen kann, wenn man in einem kleinen Dorf aufgewachsen ist. Dass man sich selber auch, glaube ich, gut motivieren kann. Dass man sich selber nicht zu ernst nehmen darf, dass man das Leben positiv sieht und dass man einfach mit einem Lächeln durchs Leben geht.